Einen wunderschönen guten Morgen zu unserer kleinen Diskussionsrunde zum Thema nachhaltige Architektur der Zukunft hier bei uns am Stand. Ich hoffe, die Letzten nehmen sich noch einen Kaffee und können sich auch gerne hinsetzen. Ich freue mich ganz besonders, heute drei spannende Impulsvorträge ankündigen zu können. Nachher werden wir auch ein bisschen diskutieren. Den Anfang macht der Herr Jürgen Engel vom gleichnamigen Architekturbüro. Viele Jahre Erfahrung auch im internationalen Kontext. Und Sie werden uns jetzt im ersten Schritt, denke ich mal, ein Projekt vorstellen, wo Sie sagen, aus Ihrer Sicht Nachhaltigkeit, zukunftsfähig, da haben wir, denke ich, das oder vielleicht das umgesetzt, was Sie gerne umsetzen wollten. Von dem her. Okay, vielen Dank. Ich möchte das ein bisschen anders aufzäumen. Ich möchte so ein bisschen in die Vergangenheit greifen und mal so schildern, was wir so in dieser Zeit gemacht haben und am Ende dazu kommen, dass wir ursprünglich, bevor die Zertifizierungen da waren, glaube ich, mehr ganzheitlich gedacht haben und nicht nur in Einzelteilen, die man zusammen als Add-on zusammenfügt, sondern dass man eben gesamtheitliche Lösungen hat. Und da sehen Sie auch hier 1993, unser erstes Projekt, was ich jetzt zeige, ist ein Projekt, wo wir uns ganz früh mit nachhaltigem Bauen auseinandergesetzt haben. Und zwar ist das ein Trainingscenter für Astronauten, wo wir alles ausprobiert haben, was ein Plus-Energiehaus bringen muss. Wir haben also versucht, Energie über die Fassade zu sammeln, es in der Nacht zu speichern, damit zu arbeiten auf unterschiedlichste Art und Weise. Und dieses Projekt ist von der Fraunhofer-Gesellschaft auch begleitet worden und vom Bundesforschungsministerium. Und es war das erste Projekt mit transluzenter Wärmedämmung. Das heißt, wir haben uns ganz konzentriert 1993 mit transluzenter Wärmedämmung, Trump-Wall-Konzepten und anderem auseinandergesetzt. Etwas, was Sie heute gar nicht mehr sehen, weil sich keiner mehr dafür interessiert. Das sind Dinge, die tief gehen und die auch für die Zukunft, glaube ich, viel wichtiger sind als viele andere Diskussionen. Sie sehen jetzt hier ein zweites Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Für dieses Projekt haben wir den Staatspreis der Hessischen Landesregierung bekommen für Innovation. Ein ganz einfaches Teil. Sie sehen hier einen Container. Das funktioniert nicht. Jedenfalls ist es so, wir haben versucht, einen Container zu bauen als Büro. Nur Ebenen. Alle dienenden Funktionen außen dran gestellt nach Kahn. Ein Glashaus davor zu stellen. Und dieses Haus hat keine Kühlung. Es ist nur gekühlt in diesem Wintergarten und wird komplett gekühlt über dieses eine Bauteil. Und es ist ein Bürogebäude, wo also mehrere hundert Menschen drin arbeiten. Es funktioniert einwandfrei und hat fast null technische Ausrüstung. Die deutsche Flugsicherung ist auch so ein ähnliches Konzept. Hier kommt ein Aspekt rein, was die Arbeitsaufteilung, die Arbeitsmöglichkeiten angeht, neue Arbeitsformen. Aber hier das erste Mal der experimentelle Fall, 150 Erdsonden in die Erde gebracht. Das war 2002. Da hat es also gerade Leads gegeben. Da war mit DGNB noch nicht viel zu hören. Mit diesem Gebäude, internationaler Hochhauspreis für Nachhaltigkeit. Hier ging es auch wieder um eine ganzheitliche Lösung. Deswegen zeige ich sie auch. Wir haben versucht, in einen Deckenkörper alles Notwendige, was so ein Gebäude braucht, zu integrieren. Wir haben Spannweiten von 16 Metern. Das Haus hat keine abgehängte Decke. Ich nutze die gesamte Massivität des Hauses. Es ist ein unglaublich effektives Gebäude und innovativ. Nur sowas, das müssen wir heute weiterbauen. Und da glaube ich auch, dass Zertifizierungen wieder hingehen müssen, dass Innovationen zertifiziert werden und nicht irgendwelche Kataloge. Das ist jetzt die deutsche Börse. Also hier auch wiederum ein ähnliches Konzept. Wir haben die Hülle reduziert, möglichst wenig Energie, die nach außen weggeht. Platin-zertifizierte Hochhaus in Deutschland. Hocheffizient, andere Kriterien, die wir auch in Asien eher verwenden würden. Da sehen Sie den Innenraum von der Börse. Das ist eben wirklich Reduktion von Oberfläche. Das ist das wesentliche Kriterium. Und das letzte ist Humboldt 1, das ist in Berlin. Hier haben wir durch die Stellung des Gebäudes, durch die Öffnung des Gebäudes, durch die Möglichkeit, Tageslicht und Sonnenlicht tief in das Gebäude hineinzubringen, eine Struktur geschaffen, die eben sehr effektiv ist, was Ausnutzung von Sonnenenergie angeht.
Ich glaube, das ist schon das, was ich sagen will, kurz und bündig. Ich denke, wir müssen auch in Zertifizierung wieder über ganzheitliche, innovative Konzepte nachdenken und nicht nur über Kataloge von Einzelteilen. Vielen Dank. Stimmen wir hundertprozentig zu. Innovation, ich glaube, da ist noch viel Raum und Luft nach oben. Und die Frage ist ja mal, wie können wir Zukunft bauen, wenn wir quasi mit alten Technologien arbeiten? Von dem her eine schöne Überleitung zum Tom Kaden, der, ich würde mal sagen, ohne es vorwegzunehmen, ein bisschen was über Holzbau sagen wird, seine Erfahrungen mit dem Werkstoff Holz, auch im konstruktiven Bereich, und seine Vorstellung der Zukunft von Architektur. Bitte schön. Ja, genau, das ist gleich eine schöne Überleitung. Zukunft der Architektur. Da gibt es ein kleines Essay von Dietmar Steiner. Das fand ich ganz interessant, so als Einstieg, worüber wir heute nachdenken. Also er spricht am Ende dann über den kleinsten ökologischen Fußabdruck. Das sollte womöglich das Thema der Zukunft sein. Ach so, Moment, ja, Entschuldigung. Wir wissen ja, was wir im Baugewerbe sozusagen an Ressourcen verbrauchen. Das kennen wir alle. Sie wissen auch alle, dass der Sand zu Ende geht. Und es wird Sie nicht überraschen, dass ich zum Werkstoff Holz spreche. Wir sind also seit 20 Jahren in diesem Bereich ausschließlich unterwegs. Und das ist der einzige Werkstoff, der im Prinzip diesen Kreislauf mit sich bringt. CO2-Speicherung, nachwachsende Rohstoff, das wissen Sie alles. Gestatten Sie mir einen Hinweis zur Begrifflichkeit Nachhaltigkeit. Wenn Sie diesen Begriff googeln, finden Sie mehrere Millionen Einträge. Wir sollten sozusagen mit dem Umgang da ein bisschen vorsichtig sein. Sie sehen, was alles nachhaltig ist. SUVs, Nespresso-Kapseln, selbst Formel 1 ist nachhaltig. Also bitte kritische Hinterleuchtung der Begrifflichkeit. Sie wissen vielleicht, dass der Begriff im Prinzip aus der Forstwirtschaft kommt. Nehmen nur so viel Holz aus dem Wald, wie viel du nachpflanzt. Das steckt also dahinter. Zu einem Projekt, was ich Ihnen gerne zeigen würde, wir entwickeln oder bauen gerade das erste Holzhochhaus in Deutschland, 10-geschossig in Heilbronn, für eine städtische Wohnungsbaugesellschaft. Vergangene Woche war Richtfest. Sie sehen so ein bisschen das Thema. Wir reden natürlich über Hybridkonstruktionen. Das Treppenhaus besteht aus Stahlbeton, alles andere komplett aus Massivholz. Kleine Grundrisse für den städtischen Wohnungsbau in Heilbronn. Jetzt geht es nicht weiter. Doch, das ist eine Rohbausituation, die aber auch fast schon annähernd den Ausbau zeigt. Dort wird auch zum ersten Mal werden die Innenseiten der Außenwände holzsichtig bleiben. Die Decken werden holzsichtig bleiben. Das war so der ausdrückliche Wunsch des Bauherrn der Wohnungsbaugesellschaft aus Heilbronn. Das ist mal so ein Hinweis auf aktuelle sozusagen Bausituation beim Holzbau. Holzbau heißt ja hoher Vorfertigungsgrad, heißt sehr aufgeräumte Baustelle. Mir aber so diese Baustelle nicht für den Fotografen aufgeräumt. So sieht ein moderner, präfabrizierter Holzbau im 8. Obergeschoss aus. Hier gucken wir mal so ein bisschen die Landschaft. Hier fehlt noch die zukünftige Holzbetonverbunddecke. Und Sie sehen ja auch im oberen Bereich den hybriden Ansatz. Wir sind also nicht ideologisch unterwegs, sondern wir denken durchaus auch mit anderen Materialien. Aber trotzdem, der Primärbereich, wir haben ja 80% bis 85% Holz in diesem Gebäude. Hier nochmal ein Blick aus dem 8. Obergeschoss über das zukünftige Gebiet. Das ist jetzt der Zustand vor 2 Wochen. Mittlerweile sind wir im 10. Geschoss angekommen. Leider sieht man hier nicht allzu viel. Das wird sozusagen dann die Art und Weise der Fertigstellung sein. Wie gesagt, April 2019 wird die Buga in Heilbronn eröffnet und dann wird es genau so vorzufinden sein. Dankeschön. Vielen Dank. Kommen wir zu unserem dritten Impuls. Amandus Sattler hier aus München von Almann Sattler Wappner Architekten. Ich habe jetzt deine Folie noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass du dich auch ein bisschen kritisch mit dem Thema Technik in Gebäuden auseinandersetzt. Von dem her sagst du vielleicht auch ein bisschen was dazu, was deine Vorstellung ist von der nachhaltigen Architektur der Zukunft. Ja, sehr gerne sage ich was dazu. Vielleicht die nächste Folie. Genau. Wir haben ja gestern hier schon ein Panel gehabt, wo es um dieses Thema ging. Dieses Thema ist mir extrem wichtig geworden in den letzten Jahren, weil dieser Abrissfuror, der in all unseren Städten passiert, finde ich einen unerträglichen Zustand, der einfach bekämpft werden muss. Die Architekten müssen die sein und die Ingenieure wären noch besser, wenn sie uns dabei helfen würden. Die versuchen müssen, den Bestand nicht nur wegen der grauen Energie, sondern auch der baukulturellen
Leistung und der Individualität, die er den Bestand mitbringt, zu erhalten. Ich habe drei Beispiele mitgebracht. Das Drama ist, dass alle drei Beispiele sind Projekte, die im Denkmalschutz sind. Das ist klar, wenn der Denkmalschutz auf dem Gebäude ist, dann ist es schwierig, das abzureißen. Es passiert trotzdem, aber zumindest ist die Chance größer, dann diesen Erhalt zu haben. Hier haben wir UNESCO-Welterbe. Der Kölner Dom hat sehr viele Zeiten hinter sich, sehr viele Bauphasen, sehr viele Einbauten, die dort passiert sind. Wir haben die Chance gehabt, 2002 dort einen Wettbewerb zu gewinnen und die Kölner Domplatte wieder neu zu formulieren. Wir haben Licht und Luft hineingebracht in dieses Gebäude. Wir haben auch Teilabbruch dort praktiziert. Das ist auch wichtig und wesentlich, auch die Gebäude in die Zukunft zu führen. Sie müssen zum Teil eben verändert und auch zum Teil abgebrochen werden. Aber es geht darum, eigentlich den größten Teil auch zu schützen und zu erhalten. Und was dort entstanden ist, ist wirklich, wir sind da sehr stolz, dass wir geschafft haben, auch mit den 60 Anrainern, die alle dort mitreden konnten, auch dort ein Projekt zu machen, was auch anerkannt wird. Und es ist schwierig, auch im Bestand zu arbeiten und es ist auch teuer und kompliziert und trotzdem ist es so wichtig, dass wir das machen. Das zweite Projekt ist hier in München. Das ist eine ehemalige Post-Paketsortierstation. Da wurden also die Pakete, man sieht hier oben auf dem Bild die Maschine, die in der Mitte steht, die also diese Pakete sortiert hat und in die 58 Stadtviertel transportiert hat. Hier unten rechts auf dem Bild mit Elektrokarren, die in einer großen Säulenhalle nachts geladen wurden und tags eben dann eben diese Pakete in die Stadt gebracht haben. Vor zwei Jahren, glaube ich, kam der Eigentümer zu uns und hat uns gefragt, ob wir Interesse hätten, dort ein Fünf-Sterne-Hotel einzubauen. Wir haben uns dann mal kurz das Gebäude angeschaut und haben gemerkt, unmöglich, dort 270 Zimmer einzubauen und wollten eigentlich den Auftrag schon ablehnen. Dann hat mein Geschäftsführer hat gemeint, nee, wir machen das. Und deswegen haben wir uns dann eine Lösung überlegt, wie wir damit umgehen können, wie wir diese Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, komplett erhalten können und trotzdem 270 Zimmer dort einbauen. Und Sie sehen hier in der Mitte, ich weiß nicht, gibt es hier so ein... Okay, in der Mitte sieht man eigentlich unseren Eingriff, den wir da gemacht haben. Das war ein Bauteil, der war eben durch eine Voranfrage schon zum Abriss freigegeben. Und deswegen konnten wir dort ein neues Gebäudeteil einbauen. Jetzt geht es gar nicht mehr, doch. Man sieht auch hier, wie die Stadt sich entwickelt hat und warum es möglich ist. Ganz links noch der alte Zustand aus den 1920er Jahren. Dann eben der neuere Zustand, wo schon begonnen wird, auch im Hintergrund eben die neue Stadt zu bauen. Und jetzt auch eben dieses Gelände, das ermöglicht, dort auch diesen Riegel einzubauen, der dann eben diese 270 Zimmer trägt. Das ist ein bisschen mühsam mit dem Gerät hier. Und diese Rotunde, diese hervorragende mit den 58 Türen, wird dann eben zur zentralen Lobby, zum Restaurant, zur Bar, zu dem Empfang dieses neuen Projektes. Das dritte, und das ist so eine Art visionäres Projekt, wo wir noch keinen gefunden haben, der das umsetzen möchte, ist die Weiterentwicklung der Paketposthalle, auch hier in München, auch so ein Postgebäude aus dieser hervorragenden Zeit. Das ist die am weitesten und größten spannende Betontragstruktur Europas und das hat natürlich einen besonderen Wert. Die Halle ist jetzt gerade vor ein paar Monaten wirklich nochmal verkauft worden. Wir haben noch nichts vom neuen Eigentümer gehört, aber wir haben schon mal eine Lösung, die wir anbieten können, die eben ein visionäres Projekt auch für München werden könnte. Wir würden die Halle, so wie sie ist, sie muss erhalten werden, komplett neu überspannen mit einer neuen Tragstruktur und würden darauf Wohnungsbau bauen. Und damit möchte ich meinen kleinen Vortrag beenden. Herzlichen Dank. Meine Bitte. Vielen Dank. Jetzt rollen wir uns ein bisschen in die Mitte, genau, dass wir hier nicht alle so in der Ecke stehen. Wir kriegen nochmal Unterstützung, genau.
Vielleicht werden Sie noch mal ein bisschen rübergehen, genau. Waren jetzt ja drei doch unterschiedliche Ansätze. Das Thema zukunftsfähige Architektur mal aus Ihrer Sicht. Sie sind jetzt im Grunde alles drei Überzeugungstäter, machen das schon seit vielen, vielen Jahren, entwickeln auch Ihre Themen weiter. Jetzt gibt es ja gerade schon so ein bisschen so gewisse Trends, die wir sehen in der Architektur. Fassadenbegrünung ist ein ganz großes Thema. Smartness, alles ist irgendwie heute smart. Smart Office, Smart Home. Ihre Meinung, Herr Engel, dazu? Ist es was, wo Sie sagen, klar, neue Impulse, oder sagen Sie eigentlich, Sie haben jetzt auch ein paar Projekte gezeigt, die Sie schon vor ein paar Jahren realisiert haben, wir wissen eigentlich schon sehr viel, müssen wir nicht vielleicht eher auf dem Weg bleiben, den wir eingeschlagen haben, oder geht es jetzt wirklich darum, neue Dinge einzuführen? Also ich glaube, wir haben sehr viele Schlagworte im Augenblick, wie Sie schon gesagt haben, diese ganze Entwicklung von Smart Cities und was immer man damit verbindet, das sagt alles uns nichts. Das gehört hinterlegt. Ich kenne wenig Beispiele, wo es richtig gut hinterlegt ist, dass man eine Steuerung in einer Stadt macht mit Hilfe von Sensoren und Computern, was Verkehr angeht. So, das ist nichts Neues. Das ist, muss ich jetzt nicht zum Eigenthema machen. Und wenn ich über grüne Fassaden rede, ich finde, in Asien ist die Begrünung von Fassaden sicherlich sehr sinnvoll, weil ich eben sehr wenig Flächen habe, wo ich Begrünung habe. Ich kann dort auch grün in größeren Höhen möglich machen, weil es eben wächst. Ich halte das für Deutschland, Europa für durchaus fragwürdig, wenn es mit einem irrsinnigen Aufwand gemacht werden muss. Wenn ich mir allein überlege, was so eine grüne Wand kostet, wir machen das auch ab und zu mal in Innenräumen. Also das ist das pure Gold, was man da sozusagen an die Wand klebt. Ich finde, man muss die Kirche im Dorf lassen und sollte lieber, was ich am Anfang gesagt habe, wieder ganzheitliche Lösungen suchen, die intelligent sind, die sich mit jeder Aufgabe speziell auseinandersetzen, wo der Architekt auch wieder ans Denken kommt und nicht, wo er irgendwie diesen Katalog aufzeichnet und sagt, ich muss jetzt einen flauschigen Teppichboden nehmen, der muss auch noch ein bisschen ein paar Linien drin haben, sonst kriege ich keine Zertifizierung. Das finde ich einfach zu kurz gegriffen. Ja, aus Ihrer Sicht, Herr Karten, Holz ist jetzt ja nicht das smarter Baustoff natürlich, aber jetzt in dieser Digitalisierungsromantik würde man vielleicht nicht gleich irgendwie an Holzbau denken. Was ist Ihre Meinung dazu, zu diesen Trends, die da gerade so kommen? Und Holz ist aber auch irgendwie gerade ein Trend. Ja, geht es zusammen? Ja, Vorsicht, also man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass gut, wir als Büro mit 25 Mitarbeitern machen nur Holzbau, trotzdem ist der mehrgeschossige Holzbau liegt bei ca. 3,5% in Deutschland, also im Wohnungsbau. Das ist faktisch nichts. Ne? Da muss man auch ganz ehrlich zueinander sein. Und wir betrachten es, ich bin ganz bei Ihnen, also diese ganzen Begrifflichkeiten, die da umherschwirren, ich bin da auch relativ skeptisch und wir betrachten das ganz nüchtern. Auch die Technik in unseren Gebäuden ist eher zurückhaltend. Also wir versuchen, gute Hüllen, gute Konstruktionen, intelligente Konstruktionen mit intelligenten Materialien herzustellen und halten uns von diesen eher modischen, also für uns modischen Entwicklungen so ein bisschen fern. Amandus, gut, klares Plädoyer für das Thema Bestand? Ja, aber mein klares Plädoyer ist auch für einen radikalen Ansatz. Also wir müssen radikal unsere Sichtweise auf Architektur und Bauen ändern. Mein Thema oder mein Begriff, den ich prägen möchte, ist die reduktive Moderne. Das ist also, sind Häuser, die erstmal wenig brauchen, die intelligent gebaut sind anhand der Baustoffe. Material ist eine wahnsinnige Ressource. Wir müssen genau gucken, wie wir sie einsetzen können und natürlich in der Wiedernutzung von bestehenden Gebäuden auch mit nicht einer Ertüchtigung nach den neuesten Gesetzen, sondern mit einer Reduktion in der Ertüchtigung auch. Das sind für mich Zukunftsthemen, die wir schauen müssen, dass wir die endlich auf die Straße kriegen. Ja, will das der Markt, Herr Engel, aus Ihrer Sicht? Das hört man ja schon immer wieder, dass die Bauherren da auch etwas zurückhaltend sind, gerade wenn es um das Thema Bestand geht. Also ich will jetzt gar nicht über den Bestand oder Nichtbestand, sondern was will der Markt? Wir müssen ja unterscheiden zwischen dem, was ist sinnvoll und was will der Markt. Ich glaube, der Markt möchte einfache Lösungen. Die Bauherren wollen verlässliche Konzepte und ein Katalog ist eine super Lösung für den Bauherrn, weil er kann es abgreifen, er kann es messen. Er kriegt seine Zertifizierung, alles gut. Von daher ist das System an sich erstmal zielführend. Ja, und es ist sicherlich besser, man tut überhaupt etwas für ein Haus, als wenn man gar nichts tut. Das finde ich schon mal hervorragend. Aber dieser Katalog oder die Vorgehensweise an Architektur, die muss das weit übersteigen. Wir müssen wieder daran denken, dass wir Dinge auch anders konstruieren können, dass wir sie einfacher machen können.
und wie wir auch Strukturen, die in den Städten vorhanden sind, nutzen können. Da kommt der Bestand eben wieder her. Ich finde es super, dass Häuser gerade nicht abgerissen werden können. Weil es gibt Nachbarrechte. In Frankfurt gibt es Hochhäuser, die können sie nie wieder errichten. Also die müssen sie erhalten. Da geht gar nichts drum vorbei. Und was man da für innovative, interessante Konzepte machen kann, also gerade auch Bürohäuser in Wohnhäuser umnutzen, also Hochhäuser, das sind sehr interessante, schöne Ansätze. Aber der Markt will einfache Konzepte. Der will das nicht zu kompliziert. Der möchte das messbar. Und das würde mich interessieren, wie man die Kriterien, die wir haben, wie man die irgendwie einbauen kann, dass sie vielleicht messbar sind. Einfache Lösungen, vielleicht als Stichwort aus Ihrer Sicht. Was will der Markt? Was kann der Markt? Wenn Sie sagen, Holzbau, klar, ist jetzt noch kein Riesenmarkt. Sie setzen das seit vielen Jahren um. Müssen Sie da viel beim Kunden Überzeugungsarbeit leisten oder haben Sie quasi die Überzeugungstäter, die zu Ihnen kommen und quasi der Markt sagt, wir wollen das haben? Also da sind wir tatsächlich in einer relativ glücklichen Situation. Wenn ein Kunde bei uns am Tisch sitzt, müssen wir nicht über die Materialität reden. Der sitzt deswegen bei uns, weil er mit diesem Material Holz bauen will und weil er vielleicht auch unsere Architektursprache mag. Aber wie gesagt, ich würde das wirklich nochmal ein bisschen kritisch erleuchten. Wir nehmen den Markt, was auch immer das ist, das scheue Reh des Marktes, nehmen wir als relativ vorsichtig wahr. Wir arbeiten ja sowohl privat als auch für Investoren, als auch für Wohnungsbaugesellschaften und auch öffentlich für Städte. Es gibt immer erstmal ein großes Interesse, aber wenn es dann sozusagen wirklich ernst wird, wenn wir dann über Bauzeiten, wenn wir über Kosten reden, nicht, dass der Holzbau teurer ist, darüber können wir auch noch reden als alle anderen, aber das setzt sich noch nicht wirklich durch. Wir sind vorsichtig optimistisch. Amandus, ihr baut viel auch für Investoren. Wie nimmst du das wahr? Ist es harte Arbeit? Sind die überhaupt begeisterungsfähig oder schwierig? Ja, das kann man nicht so allgemein sagen. Es gibt ja solche und solche Investoren, zum Glück. Ja, zum Glück gibt es ja auch Investoren, die großes Interesse haben an der gestalterischen Qualität und dass die Häuser auch was leisten für die Stadt und nicht nur das richtige Geld einspielen. Also, aber natürlich, gerade der Kampf um den Bestand, der ist natürlich ein aussichtsloser, weil normalerweise wird ein Ingenieur bestellt, der macht ein Gutachten und der stellt natürlich ganz viele Fehler fest. Das ist ja klar, weil das Gebäude ist ja schon in die Jahre gekommen, hat das ein oder andere Sanierungsthema. Und was passiert dann? Der Ingenieur stellt fest, es ist schwierig zu sanieren, es kann teuer werden, also wird es natürlich abgebrochen. Und da müssen die, da können wir auch gar nichts ausrichten. Da haben wir keine Stimme. Wenn der Ingenieur was sagt, dann ist es einfach wie in Beton gegossen sozusagen. Dann können wir nichts mehr dran ändern. Wir können nicht die Verantwortung dann übernehmen und sagen, der Ingenieur hat ja alles falsch beurteilt. Aber wir wissen auch alle, dass man Gutachten natürlich so oder so machen kann. Also von daher, mein Appell geht wirklich an die Ingenieure, auch mehr daran zu denken, dass Bestand auch wertvoll sein kann und dass er auch erhaltenswert ist. Ingenieure bestimmt großes Thema. Vielleicht nochmal, weil das treibt uns ja auch um bei der DGNB. Ich sage ja immer, dieser Circle of Blame ist ja unendlich groß. Es ist ja immer jemand anders schuld. Vor allem ist immer der verantwortlich, der aktuell nicht im Raum ist. Und da gibt es schon auch oft mal, so gerade auch von Architekten, so dieses, naja, der Kunde hat ja nicht danach gefragt. Also, wo ich dann immer denke, das verlangt ja auch, dass der Kunde schon ein wahnsinniges Wissen irgendwie mitbringt, was er oft teilweise ja gar nicht irgendwie haben kann, weil er ist ja kein ausgebildeter Architekt zum Beispiel. Mal einfach die Frage auch in die Runde, wie dieses Verantwortungsthema, wie sehen Sie das? Sagen Sie auch, die Bauherren müssten das aktiv einfordern, dass Nachhaltigkeit umgesetzt wird? Ist es was, wo der Architekt auch für kämpfen sollte? Klar, der Ingenieur hat eine Verantwortung, aber so aus der Erfahrung der vielen Jahre, da hat wo ist denn Jürgen Engel eigentlich vorhin was sehr Gutes gesagt. Die Impulse gehen oft eben früher, zumindest vor 20 Jahren, gingen die Impulse von den Architekten aus. Da haben die Architekten ein Ziel gehabt vor Augen und haben den Bauherrn davon überzeugt, dass es wichtig ist, das zu machen. Das wagen wir eigentlich heute nicht mehr so wirklich, weil wir natürlich wissen, wenn wir irgendwas falsch machen oder wenn es nicht ganz so gelingt, wie wir gedacht haben,
Dann steht der Anwalt vor der Tür, das ist ganz klar. Also es ist schwieriger geworden, Innovationen und Impulse von uns aus loszuschicken. Und vom Bauherrn kommen sie eigentlich nicht. Also das große Problem für uns ist ja, wenn wir Impulse geben, brauchen wir ein Gegenüber, was mutig mit uns Impulse aufnehmen möchte. Und da gibt es eben Investoren, die das gerne machen. Das ist ja super. Das sind auch die interessantesten Projekte, weil man ganz einfach mit dem Bauherrn ganz intensiv arbeiten kann daran. Aber im Augenblick ist das Entwicklungsgeschäft so schnell, dass die meisten, also die entwickeln, sie wollen ein Siegel und das Siegel kann man erreichen und das ist ein Drittel des Wegs, also auch in der Nachhaltigkeit. Ich finde das ja gut, dass wir solche Siegel entwickelt haben, aber das, was ich ja will, ist, dass wir nicht nur über das Siegel nachdenken, sondern das, was geht eigentlich danach noch richtig ab. Was kann man danach machen? Und das danach ist, was hat man konzipiert, bevor das Haus überhaupt gedacht war? Und das ist wieder eine interessante Sache, wo wir wieder stärker investieren müssen und gucken müssen, dass wir solche Konzepte inkorporieren und uns damit auseinandersetzen. Das ist bei uns im Büro, sind das Forschungsarbeiten, die wir kontinuierlich machen, die wir auch immer wieder anwenden können bei gewissen Aufgabenstellungen. Also ich glaube, der Architekt ist schon sehr gefragt, muss den Bauern überzeugen. Und oftmals gelingt es ja auch. Es kommt darauf an, welches Verhältnis der Architekt mit seinem Bauherrn hat und ob er überhaupt an den Bauherrn so richtig drankommt. Also der für sich baut. Das Thema Mut, nochmal gleich bei Ihnen die Frage. Sie arbeiten viel auch international. Nehmen Sie wahr, ist Deutschland da eher zurückhaltender von Bauherrenseite und ist es vielleicht in Asien anders oder gibt es da keine wirklichen großen Unterschiede, was das Mutpotenzial der Bauherren angeht? Ja gut, also ich meine, im Ausland muss man auch vorsichtig sein. Die haben ganz andere Fragestellungen und ganz andere Dimensionen und der Mut, der ist ungleich höher und anders. Ja, das ist also, weil die Aufgaben, die zu bewältigen sind, sind richtige Aufgaben, die wir im 19. Jahrhundert bewältigen mussten. Ja, und die können auch nicht fragen und können sagen, mache ich das jetzt um Gottes Willen, jetzt habe ich keinen Mut, sondern die müssen einfach nach vorne gehen, die müssen gucken, dass sie das hinkriegen. Und das sind ja Probleme, die wir nicht haben hier. Wir bauen uns inzwischen unsere Altstädte als Disney World in die Innenstadt. Wir brauchen ja keine Häuser mehr, wir haben ja genug davon. Verdichtung spielt auch keine so große Rolle anscheinend mehr. Wenn Sie im Ausland sind, ist Verdichtung das wesentliche Thema, weil die Menschen vom Land immer in die Städte gehen. Und dazu brauchen Sie Konzepte, die nachhaltig sind. Die sehen aber nicht aus wie die europäische Stadt. Mut, Herr Kaden, Mut ist ja auch nochmal das Thema, es gibt ja Menschen, die sind in den Gebäuden. Sie machen sehr viel Wohnbau. Bekommen Sie auch Rückkopplung? Weil das ist ein Thema, wir arbeiten ja auch viel mit den Dänen zusammen oder im dänischen auch Green Building Council und die dortige Architektenkammer hat jetzt auch neulich die These aufgestellt, dass doch eigentlich die Architekten eine Verantwortung haben, auch nachher zurückzugehen und zu schauen, wie funktionieren eigentlich unsere Gebäude, wie geht es denn den Menschen da drin? Was bekommen Sie für Rückkopplungen? Ich glaube, Sie wohnen ja auch selber in einem... Ja, der Architekt sollte eh in einem eigenen Gebäude irgendwie das zumindest mal versuchen. Sollte immer mit als Mitbewohner dabei sein. Als Test. Also da kann ich wirklich sagen, dass das nach wie vor unsere vorzüglichste Auftragsbeschaffung ist, indem wir einfach potenzielle Kunden in bestehende Gebäude schicken und die dort drin schon seit 3, 4 oder jetzt mittlerweile 10 Jahren leben, das dann auch wirklich reflektieren, dass das, was wir am Anfang versprochen haben, nicht nur kurz nach Fertigstellung, sondern auch über den längeren Lebenszyklus sozusagen halten können. Das ist ein wichtiges Thema. Und das Thema des Dialoges zwischen Bauherr, was ihr beide auch angesprochen habt, das ist nach wie vor bei uns auch so. Man sieht es denn am Ende dem Gebäude an. War es ein guter Dialog zwischen Bauherr, Architekt und gegebenenfalls noch der Behörde? Oder war es eher schwierig? Also das ist jetzt nicht so plakativ, aber gerade das, was ich gezeigt habe, das Hochhaus, ist tatsächlich so, dass der Bauherr eben von vornherein klare, sehr ehrgeizige Ziele hatte. Bis dahin, dass er gesagt hat, ich will keine Verbundwerkstoffe, ich will also alles nur Schrauben, ich will also keine Feuchtestriche rein. Das ist doch mal ein Ansatz und es ist eine städtische Wohnungsbaugesellschaft. Und wenn sowas funktioniert, und das können wir bis zum heutigen Tag sagen, dass es wirklich funktioniert, so kurz vor Fertigstellung, dann zeitigt es ein gutes Ergebnis. Amandus, fragt ihr eure Nutzer nachher, wie es so ist, oder kriegt ihr dann eine Rückkopplung? Naja, klar, wir müssen ja dann immer mit den Busreisen, mit diesen ganzen Zuschauern, die dann unsere Häuser anschauen wollen, müssen wir ja immer wieder hin.
Und dann treffen wir natürlich auch auf Bewohner und da gibt es immer irgendwas zu bemängeln. Aber natürlich, wenn so ein Viertel zum Beispiel wie diese Wohnhochhäuser am Hirschgarten, wenn da eben diese Zusammenarbeit zwischen Bauherr und Architekt zu einem außergewöhnlichen Ergebnis geführt hat, was auch dieses Stadtviertel, auch dem Stadtviertel eine Identität verleiht, die man sonst außenrum nicht vorfindet, dann ist es ein sehr positives Gefühl, dort zurückzukommen und auch mit den Leuten zu sprechen. Das Schöne ist, da bei diesem Projekt zum Beispiel haben auch einige Kollegen sich Wohnungen gekauft und mit denen hat man natürlich einen sehr intensiven Austausch dann darüber, ob das geklappt hat. Herr Engel, kriegen Sie auch Rückkopplung? Suchen Sie aktiv den Dialog mit den Menschen, die in Ihren Gebäuden wohnen, arbeiten, wie auch immer? Ja, natürlich suchen wir den Dialog, weil wir wollen ja lernen und wir versuchen ja auch neue Konzepte zu machen. Und da muss man ja fragen. Also wir unterhalten uns natürlich auch über die Büroarbeitsplätze. Wie funktioniert das im Einzelnen? Ist das ein gutes Konzept gewesen? Wir gucken uns die Rework und diese anderen alternativen Arbeitsthemen an. Wir arbeiten mit Siemens an Arbeitsformen und beobachten das auch hinterher, wenn es gebaut wird. Das Anschauen und immer wieder hingehen spielt natürlich eine riesengroße Rolle. Ja, und auch bei Wohnhäusern und auch städtischen Räumen ist es eigentlich noch viel wichtiger. Hat der Investor es geschafft, das Haus so zu belegen, dass die öffentlichen Räume belebt sind, dass es also, dass Menschen da sich gerne aufhalten. Das sind Themen, die wir natürlich uns genau angucken. Vielen Dank. Ich denke, Plädoyer für Mut, wir bauen für Menschen, das ist ja eigentlich der Kern des nachhaltigen Bauens. Von dem her ganz vielen Dank für Ihre Beiträge, Ihre Impulse. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie da kräftig weiterhin Mitstreiter sind und gemeinsam mit uns die Welt retten. Vielen Dank.